Herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Ich möchte euch wieder mal ein Brettspiel vorstellen und es wäre heute die Arena von Tashkalar aus dem Hause Czech Games Edition, bei uns erschienen im Heidelberger Verlag von Vlada Čvatil. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Ja, die Arena von Tashkalar habe ich letztes Jahr auf der Spiel gespielt und dieses sehr unkonventionelle Spielkonzept hat mir gefallen und deswegen habe ich es auch gleich mitgenommen. Und hier seht ihr jetzt einmal, was euch in dem Paket so erwartet. Im Großen und Ganzen ist das hier das Spielbrett. Das ist die Arena von Tashkalar. Da gibt es eine ganze Menge Karten. Hier oben nochmal, das Feld wird, dadurch wird das Publikum repräsentiert. Und dann gibt es noch hier eine ganze Menge an Pappmarkern. So, worum geht es? Es gibt insgesamt vier Schulen in dem Spiel, also vier Fraktionen. Das sind einmal die Highland-Schule, das sind so Barbaren und Berserker. Dann gibt es die Silvaner-Schule, das sind so Elfen und Waldbewohner. Und dann gibt es noch das südliche Imperium und das nördliche Imperium. Das sind einfach Menschen, die irgendwo militärisch orientiert sind. Und das ist das Ganze natürlich in einem Fantasy-Setting. Das Ganze ist ein Zwei-Spieler-Spiel. Es gibt noch Multiplayer-Regeln. Ich habe das Spiel aber noch nicht mit mehr als zwei Spielern gespielt. Ich glaube, es ist auch darauf ausgelegt. Von daher kann ich euch dazu jetzt zu den Multiplayer-Varianten mit mehr als zwei Spielern nichts sagen. Ich beschränke mich hier mal auf das Zwei-Spieler-Spiel. Jeder Spieler sucht sich eine der vier Schulen aus, nimmt sich dann den entsprechenden Stapel an Karten. Das ist also vorgefertigt. Die Karten, das sieht man hier. Die Illustrationen, die sind, kann man hier sehen, die sind recht hübsch, ansehnlich, auch vom Design her. Das ist ein bisschen hochformatiger, die Karten, das ist alles ganz nett gemacht. So, und diesen Stapel nimmt sich eben der Spieler plus die sogenannten Einheitenplättchen hier in dem Fall. Es gibt da drei unterschiedliche. Es gibt einmal die einfache Einheit in dem Spiel Rekrut genannt. Dann gibt es hier die mit zwei Äxten drauf, das ist ein Held. Dann haben wir hier noch dieses, das ist ein sogenannter Elite oder Legende. So, was macht man? Man zieht immer drei Karten von seinem Stapel und dann hat jeder Spieler immer pro Runde oder pro Zug zwei Aktionen. Und zwar kann eine Aktion sein, eine einfache Einheit, also einen Rekrut, irgendwo in die Arena zu legen. Oder eben eine Einheit von seiner Hand zu beschwören. Und hier kommt jetzt der Kniff. Um eine Einheit von seiner Hand zu beschwören, so, zoom einmal Scharfkamera, da muss man nämlich, jeder Charakter hat hier so ein Feld, da muss man die Konstellation an Einheiten, die hier abgebildet ist, auf dem Spielplan bereits liegen haben. Das heißt, den Schattenwolf hier kann ich erst beschwören, wenn ich in irgendeiner Form zwei und ein diagonal einfache Einheiten liege habe. Das heißt, wenn also jetzt mein Zug anfängt, ich bin der Startspieler, ich habe zwei Aktionen. So, ich lege also einen Rekruten hin. Ich kann keine Einheit beschwören, weil mit einem Rekruten funktioniert das meistens nicht. Ich lege also noch einen zweiten Rekruten hier hin. Dann ist der Gegner dran, der macht genau das Gleiche, dann bin ich wieder dran. Für meine erste Aktion im Spiel lege ich hier einen Rekruten hin. Und für meine zweite Aktion kann ich jetzt den Schattenwolf beschwören, weil ich hier dieses Muster mit den drei Rekruten abbilden kann. Das muss übrigens nicht genau so sein. Das kann jetzt auch so liegen. Ja, das wäre dann jetzt also in dem Fall. Hauptsache, diese Figur mit den Symbolen liegt irgendwie. Jetzt beschwöre ich den Schattenwolf, beziehungsweise jede Einheit immer in dem Feld, was hier so weiß eingerahmt ist. Das ist der Schattenwolf taucht also jetzt hier auf. Hier oben an der Karte sieht man, was es für eine Einheit ist. In dem Fall ist es eine Rekruteinheit, also auch eine einmalige Axt. So, und der Schattenwolf hat jetzt nämlich noch eine besondere Fähigkeit. Er darf bis zu zwei Kampfbewegungen ausführen. So, und jetzt wird es eben spannend. Jede Einheit, die man von der Hand beschwört, die hat dann nämlich noch irgendeine Spezialfähigkeit, womit man dann ein bisschen was im Spiel machen kann und was eben auch der Reiz des Spiels ausmacht. Um euch zu zeigen, was eine Kampfbewegung ist, muss ich jetzt nochmal ein paar Plättchen hinlegen. So.
Und zwar, wenn das jetzt so liegen würde, hier habe ich gerade meinen Schattenwolf beschwören, er darf jetzt zwei Kampfbewegungen machen. Zwei Kampfbewegungen heißt, er darf gegnerische Plättchen schlagen. Es gibt normale Bewegungen und Kampfbewegungen. Bei einer normalen Bewegung darf ich nicht ein gleichwertiges Plättchen schlagen, sondern es muss ein geringerwertiges Plättchen sein. Da hat der Rekrut schlechte Karten, weil es gibt nichts Kleineres als einen Rekruten. Das heißt, eine normale Bewegung wäre eben mit einem Rekruten nicht möglich. Eine Kampfbewegung, damit darf man gleichwertige Plättchen schlagen. Das heißt, der Schattenwolf darf also jetzt gegnerisch Rekruten schlagen. Er darf zwei Kampfbewegungen machen. Eins, er schlägt diesen. Zwei, er schlägt diesen. Das heißt, ich habe jetzt mit meinem Schattenwolf nicht nur eine Einheit beschworen, sondern ich habe auch direkt zwei gegnerische Rekruten vom Feld gefegt. Und so läuft das dann immer weiter. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier diesen Schlachtentrommler spielen möchte, da muss ich, das ist eine Heldeneinheit. Das heißt, da ist die Figur, die ich einmal hier herstellen muss, ein bisschen komplexer oder ein bisschen schwieriger. In dem Fall sind das jetzt vier. Und wir sehen, der Bär kommt auf diese Einheit ins Spiel. Das heißt, ich werde eine eigene Einheit verlieren, werde aber dafür eine Rekruten- oder eine Heldeneinheit bekommen und dann wieder eine Fähigkeit. Du darfst entweder eine Kampf- oder bis zu zwei Standardbewegungen mit einem Stein ausführen, nicht mit dem Schlachtentrommler. So. Das sind hier die der Highland-Clan, der ist sehr auf Kampfbewegungen aus. Es gibt aber noch diverse andere Sachen. Zum Beispiel haben wir hier bei den Menschen eine Kanone. Du darfst eine der gezeigten Richtungen wählen, zerstöre alle Rekruten in dieser Richtung. Ja, also es gibt echt schon starke Karten. Und darum geht es im Prinzip. Man spielt eigene Rekruten, man spielt eigene Charaktere oder eigene Karten aus, die dann eben auf dem Spielfeld irgendetwas machen. Und so bekämpft man sich in dieser Arena. Wie gewinnt man Siegpunkte? Dafür kommt hier oben das dargestellte Publikum zum Tragen. Es sind immer drei Karten von diesem Stapel aufgedeckt und diese geben Siegpunkte. Ein, zwei, zwei Siegpunkte. Und hierzu muss man unterschiedliche Bedingungen erfüllen. Zum Beispiel hier grüne Beschwörung. Mindestens zwei Wesen in dieser Runde beschwören, mindestens ein davon auf einem grünen Feld. Das heißt, jetzt werden hier diese farbigen Felder interessant. Beschwören heißt in dem Fall nicht einfach hier Rekruten hinlegen, sondern beschwören heißt wirklich, ich muss hier eine Karte spielen. Das heißt, in dem Fall, um diesen Erfolg zu erreichen, muss ich also schon viele Rekruten liegen haben, damit ich es wirklich schaffe, mit meinen zwei Aktionen, die ich ja nur habe, wirklich auch zwei Karten von meiner Hand zu spielen und zu beschwören. Und so gibt es eben hier oben diese Aufträge und wer zuerst sechs Siegpunkte erreicht hat, manchmal kann man auch mit sieben oder acht spielen, der hat dann eben das Spiel gewonnen. Zusätzlich gibt es noch zwei nette Mechaniken. Das eine sind die Leuchtfeuer und zwar hat jeder Spieler zusätzlich zu seinen normalen Karten immer noch hier ein Leuchtfeuer auf der Hand und die Karten dienen dazu, damit ein Spieler nie übermächtig wird. Nämlich, wenn ich jetzt zum Beispiel hier der blaue Spieler bin und der Gegner, der hat hier schon richtig viel auf dem Feld drauf. Ich sage das mal, das weiß ich nicht, das wäre jetzt, sieht jetzt so aus. So, dann habe ich hier eine Leuchtfeuerkarte. Und die besagt, wenn der Gegner, Moment, ich mache das mal hier, dass es auch eintritt. So, wenn der Gegner fünf mehr Helden im Spiel hat als ich oder generell fünf Einheiten mehr im Spiel hat als ich, kann ich diese Aktionen machen. Und zwar zusätzlich zu meinen zwei Aktionen, die ich sowieso habe. Das heißt, in dem Fall, es sieht jetzt sehr schlecht für den blauen Spieler aus, aber in dem Fall könnte er beide Aktionen des Leuchtfeuers zünden. Es sind fünf Helden mehr im Spiel und generell fünf Einheiten. Das heißt, in dem Fall dürft ihr jetzt zwei Rekruten meiner Farbe auf ein beliebiges leeres Feld legen und nochmal ein Rekrut auf ein beliebiges leeres Feld. Das heißt, ich hätte mal eben drei Rekruten, die ich hier hinlegen darf und noch meine zwei Aktionen. Das heißt, ich kann mir die dann so legen, dass ich mit Sicherheit irgendeine coole Einheit spielen kann, die dann hier ein bisschen aufräumen kann. Und dann hat jeder Spieler noch eine von diesen Legenden und das sind richtig fette Monster. Man sieht das hier schon. Das ist eine schwierige Figur, die ich machen muss. Da sind noch zwei Helden mit drin. Dann taucht der Titan hier auf und dann hat er aber auch einen richtig fiesen Effekt. Ja, das ist es im Prinzip. Das ist die Arena von Toshkala.
Und ja, ich komme jetzt mal zu meinem Fazit. Also, das Spiel hat ein sehr, sehr ungewöhnliches Spielkonzept. Das ist sehr, sehr taktisch. Es hat sehr viel mit Schach gemein. Man muss teilweise echt lange überlegen, wie platziere ich jetzt meine Rekruten, damit ich eben diese oder jene Einheit beschwören kann. Es ist manchmal auch ein bisschen schwierig, die Figuren richtig zu legen. Man dreht dann immer die Karten von links nach rechts und guckt, na, das muss doch jetzt hier irgendwie gehen. Also sehr, sehr, sehr taktisch. Man muss sehr lange überlegen. Man muss sehr genau planen, man muss sehr genau wissen, was man tut, welchen Plan man verfolgen muss und wie man gewinnen will. Ja, also sehr viel taktieren, sehr viel planen. Ansonsten ist es halt ein klassisches kompetitives Gegeneinanderspiel. Das heißt, man ärgert sich gegenseitig, man zerstört Einheiten, es ist destruktiv, es macht aber auch Spaß. Es ist ja in so einem 1 zu 1 Spiel immer so. Und ja, und das ist eben das, was dieses Spiel ausmacht. Plus halt eben diese sehr schönen Illustrationen und dieses sehr ungewöhnliche Spielprinzip. Das hat mir richtig gut gefallen. Man braucht eine ganze Weile, um reinzukommen, aber dann sind eben die taktischen Tiefen und Möglichkeiten, die man hat, schon sehr hoch. Was hat mir nicht so sehr gefallen? Also zum einen ist es mit den 4 Fraktionen, sage ich mir, okay, da befinden wir uns am unteren Limit. Schade ist aber hier, dass 2 der Fraktionen absolut identisch sind. Das ist nämlich die südliche imperiale Schule und die nördliche imperiale Schule. Das sind exakt die gleichen Einheiten in den Stapel. Das eine sind rote Karten, das andere sind blaue Karten. Das ist aber auch wirklich der einzige Unterschied. Ansonsten sind die Karten absolut identisch. Und das finde ich ein bisschen schade. Wenn man schon nur 4 Fraktionen in das Spiel reinpackt, dann sollten die doch wirklich bitte auch unterschiedlich sein und nicht einfach 2 absolut identische Fraktionen sein. Das kann vielleicht für das Einführungsspiel ganz nett sein, dass man nicht so viele unterschiedliche Karten im Spiel hat, aber grundsätzlich finde ich das doch recht schade. Zum anderen muss ich sagen, dass diese Version hier oben mit den Siegpunkten, das heißt also die Aufträge, die sind manchmal schon echt bockschwer zu erfüllen. Zum Beispiel hier diese grüne Eroberung, mindestens 3 eigene Steine auf grünen Feldern, mindestens 2 davon aufgewertet. Also bis das mal passiert, und der Spieler da eben, der Gegenspieler nicht interveniert und die eigenen Steine eben von den Feldern zerstört oder halt eben schlägt, da muss also wirklich schon eine ganze Menge passieren, bis man da eben das erreicht. Da muss man unachtsame Spieler haben oder man muss wirklich richtig viel Glück haben oder eine richtig, richtig gute Strategie, damit das funktioniert. Das finde ich also teilweise ein bisschen schwierig, mit diesen Missionen hier zu arbeiten. Es gibt zum Glück noch eine andere Version. Da geht es einfach darum, möglichst viele Punkte zu erlangen und Punkte kriegt man halt einfach für 2 Rekruten, die man schlägt, gibt es einen Siegpunkt. Für jeden Helden, den man schlägt, gibt es einen Siegpunkt und für jede Elite, die man schlägt, gibt es 3 Siegpunkte plus für jedes Leuchtfeuer, was der Gegner zündet, kriegt man einen Siegpunkt. Und dann spielt man, ich glaube, es war bis 20 Siegpunkte. Das ist die Variante, die mir eigentlich besser gefällt. Bisschen weniger taktisch, weil man hier oben nicht Ziele verfolgen muss, aber es spielt sich einfach ein bisschen flotter, weil man hier oben wirklich manchmal, wenn hier wirklich nur schwere Ziele liegen, dann hat man echt ein Problem, da überhaupt mal eins von zu erreichen. Und dann zieht sich das Spiel auch eben ein bisschen in die Länge. Deswegen, wenn man einfach nur sich gegenseitig umhaut und dadurch Siegpunkte sammelt, dann stagniert das Spiel nicht und dann geht es halt eben voran und irgendwann hat auch mal einer gewonnen. Ja, das sind die beiden großen Kritikpunkte. Einmal, dass es eben 2 Schulen gibt, die völlig identisch sind. Dann einmal, dass hier oben diese Aufträge oder diese ja, Bedingungen, um Siegpunkte zu erlangen, teilweise recht schwer zu erfüllen sind. Und dass man da manchmal wirklich an einem Spiel ein bisschen stagniert, weil keiner der beiden da oben eins von diesen Bedingungen erfüllt, um die Siegpunkte zu erlangen. So, das sind also meine Kritikpunkte. Vorteile habe ich auch genannt. Ich würde dem Spiel auf einer Skala von 1 bis 10 eine 7 geben. Aufgrund der Kritikpunkte eben nicht ganz so gut. Aber es ist trotzdem durch seine Mechanik und seine frische Idee ein, ja, ein richtig spannendes Konzept, ein sehr taktisches, tiefsinniges Konzept für eben Strategen, Überleger. Und an solche Leute richtet sich eben auch das Spiel. Wenn man eben schnell, flott was zwischendurch spielen will, na, da würde ich sagen, ist es nix. Auch die Spielzeit auf der Verpackung, es sind 30 Minuten angeschlagen, das könnt ihr vergessen. Also wirklich, 30 Minuten reichen für Tashkala nicht. Ihr könnt locker eine Stunde halt einplanen. Wie gesagt, das hängt unter anderem hier oben mit den Aufträgen zusammen, die man eben nicht so schnell erreicht. Aber selbst wenn man sich auch einfach nur auf die Mappe haut, ist man mit einer halben Stunde eben nicht dran, weil man teilweise wirklich richtig lange überlegen muss, wie muss ich jetzt meine Rekruten legen, um jede oder welche Einheit dann tatsächlich auch zu beschwören. Ja, Leute.
Die Arena von Tashkalar. Ich hoffe, ich kann euch ein bisschen neugierig auf das Spiel machen. Es ist nicht so bekannt, aber vielleicht hat der eine oder andere ja jetzt doch Lust darauf, es mal auszuprobieren. Ich kann es halt nur empfehlen. Ist nicht das Überfliegerspiel, aber es macht trotzdem eine Menge Spaß für Taktierer und Strategen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Macht's gut. Ciao, ciao. Bye, bye.